Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnome Moria wünscht euch euer Sunny. So, also, ich bin der Meinung, vor kurzem erst ist ein anderer Merchant von Cleft Portal aufgetaucht. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber noch nicht wirklich lange. Ich guck mal erst, was der hier anbietet. Golderz, Kopfererz, Malachitbarren, Eisenbarren, Silberbarren, Goldbarren. Also es sind ja sehr schöne Sachen, die er anbietet, nur leider nichts, was uns wirklich ernsthaft interessiert. Die Eisenbarren würde ich einfach mal kaufen. Warum nicht? Was will er denn von mir haben? Er will eigentlich gar nichts von mir haben, aber wir können ja vielleicht mal bei ihm... Was? Wheelbarrows, na klar. Essen, okay. Loks besondere. Ancient Heart und Petrified Heart, die würde ich mir selber gerne nochmal angucken. Die Index Pages, okay. Wo waren denn die Knochen? Oder da hatte ich schon mal gesucht, ne? Oder die Skulls einfach mal verkaufen. Krass, wie viel Miet wir haben. Ich kann mich daran erinnern, das hat mir... Ah, hier, guck mal, da haben wir es. Ich verkaufe mal die ganzen Goblin-Skulls. Animals, Golds, auch alle verkaufen. Ja, also eigentlich brauchen wir die auch alle nicht. Außerdem kommt da demnächst bestimmt wieder viel nach. Die Goblins Bones verkaufe ich auch alle mal. Also im Endeffekt ist es jetzt nur ein Wegschmeißen. Dann haben wir noch die ganzen Animal-Dinger. Das reicht uns. So, okay. Wir müssen 15.200. Ey, ganz ehrlich. Alles, was wir haben, reicht nicht dafür. Krass. Boah. Für 95 Eisenbarren. Alter Schalter. Okay, wir kriegen höchstens die Hälfte hin. 50 Stück zurück. Sind wir bei 7200. Da liegen wir jetzt halt ein bisschen drüber. Mal gucken. Jetzt muss ich rechnen, verdammt. 75, das sind 3 mal 5 und dann nochmal 60 sind 12, also 15 runter. Dann müssten wir auf einen glatten 100er sein, genau. Und die 400, die nehme ich über die raus, das sind 40 Münzen. 7200, okay. Dann sind wir unser ganzes Geld los. Okay. Ja, was soll's. Machen wir trotzdem. Und ich meine, das Angebot hier bei ihm ist ja wirklich besser geworden. Also das letzte Mal haben wir keine Eisenbarren von denen angeboten bekommen, meine ich. Und da hatten wir auch einfach nur ein bisschen mehr halt eingekauft das letzte Mal. Vielleicht ist es das. Vielleicht muss man das tatsächlich machen. Vielleicht ist das mein Fehler gewesen. Vielleicht hätte ich einfach mehr einkaufen müssen bei denen. Ich probiere es mal. Mehr als, dass es nicht funktioniert, kann ja eigentlich nicht passieren. Ach so. Jetzt müssen wir mal gucken. Bald dürften die Statuetten unseren ganzen Bereich wieder voll lagern. Ich glaube, da hatte ich schon gesagt, ich muss was gegen machen. Jetzt tue ich da noch mal was dagegen. Ich vergesse mal, dass ich nicht ziehen muss. So. Und zwar soll hier rein... Crofts. Da. Statuetten. So. Und dann setze ich da natürlich wieder ein paar Crates drauf, damit wir da jetzt funktioniert es wieder nicht. Manchmal funktioniert es, dass ich die halt anklicken und ziehen kann, die Crates, und manchmal funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, wonach das geht. Ich bin da immer wieder verwirrt. Ich habe immer das Gefühl, immer wenn ein neues Update über die Mods kommt, dass sich das ein bisschen verändert. So. Gut, jetzt regnet es leider nicht mehr. Das heißt, wir werden hier auch kein Wasser mehr reinbekommen.
erst einmal. Das heißt, wir werden auf die nächste Dusche warten müssen. Auf den nächsten Regen, damit wir das dann ausprobieren können. Schade. Wird noch ein bisschen dauern, also. Gut. Dann, ja, wir haben jetzt hier nochmal ordentlich den Wert erhöht. Gucken. Ah, ich habe die falschen genommen. Anscheinend waren es nicht die Commander. Verdammt. Commander, aber der ist auch 5000 wert. Also daran lag es dann doch nicht. Das war einfach nur die Herstellung der einzelnen Sachen, die einen anderen Wert hatten anscheinend. Ach, 5000 jeweils. Krass. Wir haben eben mal den Wert um fast 20.000 erhöht hier. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass die Great Hall, soweit ich weiß, doppelt so viel zählt, noch mehr. Krass. Ach so, dann haben wir auch noch die Statuen. Mount. Die Twin Ogre. Tack, 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 tack. Ja, den lasse ich frei für noch einen Raging Ogre. Wenn mal wieder einer vorbeikommt. So. Ja. Haben wir ein paar abtransportiert. Wir haben eine Tür über. Merchant for Claw-like Kingdom has arrived, okay. Apropos, der von Cleft Portal ist immer... Ach, da ist noch einer. Ist das der von Cleft Portal? Nee, das ist der, bei dem wir eben gerade schon waren. Dann müsste das der andere hier sein. Mal gucken. Schließ dich mal. Der hier. So, der hat gar nichts Interessantes. So, gar nichts. Nix, nada, niente. Aber wir können ihm hier mal ein bisschen was verkaufen. Zack. So. Ist jetzt zwar nicht mega viel, aber hey. Goldcoins, 400 Goldcoins, das sind 2000. Dann fehlen noch mindestens 1500. Das wären mehr als das. 3200 haben wir jetzt von denen. Wir könnten noch Sachen verkaufen. Krass. Nochmal 400 drauf. Sind wir bei 3600? Ups, nee, ich wollte nicht draufpacken. Ich wollte da oben draufpacken. So. 3600, wir sind bei 3626. Habt ihr irgendwas von Interesse für mich? Vielleicht ein paar Früchte? Feigen sind doch wahrscheinlich Früchte, oder? So, und Trade. Sehr gut. So, da dürfen sich unsere Handwerker gleich wieder austoben und neue Statuetten anfertigen. Und dann darf mal wieder hier das ganze Material rübergetragen werden. Die ganzen schönen Münzen hier mal wieder aufstocken. Das sieht ja hier so leer aus. Das geht ja gar nicht. Und da ist auch schon der nächste Händler wieder da. Mal gucken. So, was hat der denn? Bockmist. Bockmist hat er. Was soll ich denn damit? Female Bär, das hat nicht funktioniert, die zu vermehren, irgendwie. Ich weiß nicht, ob das buggy war, aber das hatte nicht funktioniert. Gut, Statuen kann ich eh nicht an denen verscherbeln. Sheoak. Sheoak? Sheoak? Clipping? Oder? Holen wir uns doch mal eins. Das gucken wir doch uns doch dann gleich mal an. So.
Noch irgendwas anderes Interessantes? Ich glaube nicht. Okay, Trade. Mal gucken, wie ein She-Oak aussieht. Klingt vom Namensgebung her wie... Hallo? Achso, ich habe übrigens gehört, also das liegt wohl nicht nur an mir, dass die Framerate doch mit zunehmender Gnomenzahl deutlich droppt. Das ist, also ich habe gehört, dass wohl Leute teilweise bei 50 Gnomen dann irgendwie noch 10 FPS teilweise haben. Also das scheint auch leider etwas zu sein, was normal ist. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht, ob das Spiel ursprünglich davon ausgeht, so viele Gnomen überhaupt zu haben, muss ich zugeben. Oder ob da dann mit irgendwelchen... Oh, wir haben schon She-Oak. 5 Clippings. Also hier haben wir Oak. She-Oak. Ghostwood. Amaranth. Wo haben wir denn sonst noch? Wir haben doch sonst nichts mehr. Oder wir haben irgendwo auf der Oberfläche mal aus Versehen was umgeknietet, was anders hieß. Mal gucken, dann rennen eventuell jetzt gleich, versuchen jetzt gleich eventuell Leute rauszurennen, falls hier irgendwo auf der, hier irgendwo noch ein Clipping rumliegt. Oder wir haben hier halt irgendwo mal einen Baum erwischt, von dem ich nicht wusste, dass es was anderes ist. Und da kommt der letzte, Merchant. Ach du Schande. Und wir haben nicht mal einen Raum frei für den. So ein Mist. Gut, aber der von der eine hier, Cleft Portal, der müsste ja bald eigentlich mal gehen. Ja, ich hoffe, der macht mal da langsam den Platz frei. Einer von denen wenigstens. Geht pennen, legt euch irgendwo schlafen. Hier, es gibt hier eine schöne kleine Baracke. Geht was essen. Gott, ich brauche jetzt noch nicht extra wirklich deswegen einen vierten Market Stall, oder? Gut, ich baue mal sicherheitshalber ein. Nicht, dass ich jetzt das irgendwie deswegen verpasse. Aber das ist das erste Mal, dass die alle so zeitgleich da sind, ne? Alle vier. Vorher, selbst die zwei Stück haben vorher für 3 Leute gereicht und die sind sich nicht ins Gehege gekommen. Zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Und jetzt reichen 4 nicht für 3 Leute. Dabei ist die prozentuale Steigerung. Also, ne, passt besser. Market Stall, wo haben wir denn? Wo haben wir da? Market Stall. Tables, nehmen wir natürlich die Granit-Tables. Chair. Granit-Chair, was soll's. So, und setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Was soll's. Können wir immer nochmal abbauen, wenn es uns stört. Jo, hier rum, mach mal rasch fertig. So. Hier muss anscheinend nachgepflanzt werden mal. Die wachsen schon wieder. Ah ja, wir sind ja auch im Frühling. Hat mir neue Blumen bekommen? Glaube nicht, ne? Ja. Oh, das wäre ja gut geworden. Wenn wir mehrere bekommen hätten, wären die uns hier... Oh mein Gott, ich habe nicht aufgepasst. Na ja, gut, ist ja zum Glück nichts passiert. So, da müsste jetzt ein Merchant reinrennen. Jawohl, ist er auch. Oder sie, vom Aussehen her würde ich mal sagen. Sie, Iron Sliver, Silver Barren. Das war's auch schon. Leider keine Urshalkum Barren oder Sliver oder so. Schade. Na gut, was haben wir an Statuetten schon wieder hergestellt? Zack, 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 zack. Ah, jetzt nicht mega viel, aber ist trotzdem nett. Gold. Also. Ich kann heute nicht mehr rechnen. Es ist mir auch viel zu warm. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist nicht mein Wetter. Das ist es wirklich nicht. So, 950 ist schon zu viel. Haben wir noch irgendwas anderes Nettes, was wir hier draufpacken können? Da hätten wir den Bronzering tatsächlich. Ja, warum nicht? Bronzering draufpacken.
Und jetzt brauchen wir noch 6. Herrgott. So. Hä? Ich bin schon zu hoch. Ich bin schon 6 zu hoch. Das ist... Eigentlich kann ich die auch noch alle drauf packen. Ach nein, ich habe nicht so viel... Vergiss es. Ich bin echt heute... Great, was soll's. Ich bin wirklich schon ein bisschen müde. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nur diese zwei Folgen aufnehmen. Ey, ich sag euch, das ist nicht mein Wetter. Ich bin so fertig bei der Wärme gerade. Ja, 30 Grad oder was wir heute hatten. Und da ist der Sunny einfach fertig. Da bräst mir mein Gehirn weg. Ist das ein Wort? Nein, das ist garantiert nicht. Ich sag ja, ey, also... Ich saß heute auf Arbeit auch zwischenzeitlich, musste man mir Sachen 2-3 Mal sagen, damit ich es einmal vernünftig verstanden habe. Oder ich habe mir da Texte durchgelesen, so Text durchgelesen. Und nachdem ich nur einen kleinen Abschnitt gelesen hatte, stelle ich fest, ich habe keine Ahnung, was ich da gelesen habe und musste es nochmal lesen. Furchtbar. Furchtbar, echt. Aber das ist die Wärme. Ich bin auch nicht der Einzige, also ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Also natürlich hoffe ich für euch, dass es euch nicht so schlimm geht, aber ich erwarte es nicht. So, komm, hier den mal rasch töten, genau. Also die mähen sich durch die Skelette ja wirklich mittlerweile durch. Ja, soll ich hier vielleicht doch mal ausleuchten, allerdings... Na gut, wenigstens werden die Leute dann mal beschäftigt. Wenigstens wäre dann mal alles beschäftigt. Zack. Das wird eine Menge Holz verbrauchen. So. Das ist auch so eine Sache, die ich faszinierend finde. Sowas hier ist überraschend anstrengend, um dabei einfach weiter zu labern. Es gibt eine Menge Sachen, wo ich relativ entspannt mittlerweile reden kann. Ich muss auch zugeben, bin ich auch deutlich besser geworden. Ich habe mir letztens irgendwann mal auch eine meiner ersten Folgen wieder angeguckt und dachte so, oh Gott, oh Gott. Wobei ich sagen muss, ja, also klar, ich meine, hat auf jeden Fall Spaß gemacht von Anfang an. Und ich meine, ich bin noch immer nicht sehr, ja, ich stocke immer noch. Ich muss immer wieder überlegen, was ich da tue, was ich da sage. Denke mir dann auch immer mal wieder so, oh Gott, willst du es nicht mehr rausschneiden? Nö, ich lasse es dann eigentlich einfach drin. Ich finde, das macht das Ganze ja auch... Es ist ja im Endeffekt, ich betreibe das ja wie eine Unterhaltung mit euch, auch wenn, ja, da nicht wirklich jemand ist, der mir aktiv, also manchmal antwortet ihr mir durchaus aktiv in den Kommentaren, aber sagen wir mal, nicht sehr direkt, ne? Also ich sitze jetzt erstmal hier wie ein armer Irrer vor meinem Computer alleine und spreche mit mir selber. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das jemand von außen sehen würde, der müsste sich auch denken, so, Alter, was macht der Spinner da? Ja gut, heutzutage würde man wahrscheinlich denken, er spricht in irgendeinem Voice-Chat mit jemand anderem, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Manchmal kommt man sich ein bisschen merkwürdig dabei vor. So, das soll erstmal reichen. Oh, die sind ja auch schon ziemlich weit hier mit dem Verteilen der Sachen. Cool. Gut. Ja, also leider ist das mit dem Wasser heute nicht fertig geworden. Bei diesen beiden Aufnahmen. Ich hatte gehofft, dass das klappt. Ich meine, wir könnten theoretisch... Wir haben jetzt hier 10%... Ja, aber hier erst 5%. Hier ist 6 und hier sind noch 2 leer. Nee, ich würde die gerne gefüllt haben. Ah, na dich lassen wir noch raus. Komm her. Da, guck mal da. Als Belohnung dafür, dass du uns die ganze Zeit den blöden Raum da besetzt gehalten hast. Jetzt kann ich das Ding mit dir auch gleich wieder abreißen. Ja, und dann darfst du den Hebel gleich wieder zurücklegen. Weil jetzt gleich kommt bestimmt ein Angriff von den blöden Goblins. Und da müssen wir unsere Verteidigung nicht unbedingt unten haben, finde ich. Na gut, jetzt heißt es aber auch schon wieder eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Im Endeffekt will ich
noch mal kurz was sagen zur Verteilung der Zeiten. Das wird jetzt wahrscheinlich so bleiben, wie es diese Woche gelaufen ist. Das bedeutet, abzüglich der 16 Uhr Termine, an denen RimWorld rausgekommen ist. Das heißt, ich werde die ganze Woche hindurch halt um 15 Uhr halt eine Folge haben von entweder RimWorld, Prison Architect oder Gnomoria. Wahrscheinlich im Moment so Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag um 15 Uhr RimWorld. Dienstag und Freitag Prison Architect, Mittwoch und... Nee, Donnerstag und Sonntag, dann kommt Gnomoria. Und weil ich ja dann zwei Sachen um 15 Uhr hätte, würde wahrscheinlich Gnomoria um 16 Uhr stattdessen dann am Sonntag kommen. So ist es im Moment geplant. Ob es so klappt, muss ich mal gucken. Damit haben wir dann 8 Folgen Aufbauspiele, Aufbausimulation sozusagen hier, Koloniesimulation auf meinem Channel. Das ist ein ziemlich großes Paket und ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich noch ein bisschen was in andere Richtung mache, damit ihr auch noch ein bisschen andere Sachen habt, die mir auch gefallen und ich dich anbieten kann. Ich habe ja, eigentlich wollte ich ja auch noch immer um 14 Uhr alle zwei Tage ein Adventure haben, Point-and-Click-Adventure oder sowas. Ich suche im Moment eigentlich was Passendes, wo ich jetzt als nächstes weitermachen kann, weil ich muss zugeben, nach Casey Rain war ich ziemlich geflasht und habe jetzt irgendwie das Gefühl, es muss jetzt mindestens so gut sein wie Casey Rain. Dann sind die aber halt einfach anders. Die sind nicht unbedingt schlechter oder besser, aber sie sind anders. Und irgendwie hatte ich jetzt im Moment, naja. Gut, ich lasse es schon. Das ist erstmal noch eine kleine Info zur Zeit und so und was sich eventuell ändert. Ja, hinterlasst mir einen Kommentar, wie euch der Plan grundsätzlich gefällt, ob euch auch die Spielekonstellation gefällt, was ihr eventuell gerne sehen wolltet, würdet oder ähnliches, könnt ihr mir auch immer gerne sagen, auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob ich es zeitlich hinkriege. Aber ab und zu geht ja sowas, ne? So wie damals der Wunsch von jemandem, dass ich einfach mal in Raft reingucke, wo ich dann einfach mal 3 Folgen gemacht habe, wo ich mal das Spiel vorgestellt habe. Solche Sachen, klar. Nicht bei jedem Spiel, ich kaufe mir das, mache das jetzt nicht mit einem 60-Euro-Spiel, aber hey. Wenn es mich interessiert, warum nicht? Na gut, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao!